Hallo und herzlich willkommen bei Einfach näher, der Nelpark Podcast. Mein Name ist Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über eine ganz bestimmte Nähmaschine unterhalten. Wir sprechen darüber, warum ist es gerade dieses Modell geworden, was kann sie besonders gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut, welches Zubehör braucht man und was wird damit genäht bzw. gestickt. Wenn ihr mehr Infos oder Bilder braucht, dann findet ihr in den Shownotes einen Link zu unserer Infoseite auf dem Nähratgeber über diesen Podcast. Wir zeigen euch dort den Gast und die Maschine, die vergangenen Folgen und einen Ausblick auf die nächste Folge. Heute ist Mel bei mir und wir sprechen über die Husqvarna Viking Designer Epic 2. Hallo Mel. Hallo Tanja. Schön, dass wir über die Husqvarna Viking Epic 2 sprechen können. Es ist ja eine wahnsinnig tolle Maschine, groß, schön und sie kann unglaublich viel. Bevor wir näher über die Maschine sprechen, stell dich doch mal kurz vor. Also, bin die Mel, ich bin ein Allesnäher, bin ein Allessticker, alles Mögliche, was mir unter die Nadel kommen kann, wird verwendet. Ich bin sehr experimentierfreudig, was natürlich dann auch mit der Maschine zu tun hat. Und ja, also egal ob Bekleidung, Taschen, Home-Accessoires, ich mache alles und versuche auch alles und versuche mich auch immer weiterzubilden, indem ich dann alle möglichen Bücher dazu lese und mir Sachen angucke, die ja, einfach mich weiterbringen und versuche da immer, ja, Neues zu lernen und auszuprobieren. Ja, was du so ausprobierst, das kann man bei dir auf Instagram sehen, auf deinem Instagram-Account. Lailelu. Ja, Ich werde ihn verlinken in den Shownotes und im Infobeitrag. genau. Da kann sich jeder mal durchscrollen, was die Mel so macht. Und das macht sie mit der Epic 2. Erzähl uns doch mal, wie du zu dieser Maschine gekommen bist. Also die Firma VSM hat letztes Jahr einen weiteren kreativen Kopf für die Zeitschrift Tuchfüllung von Husqvarna Viking gesucht. Ich bin da empfohlen worden und ja, die haben mich dann für als die Richtige empfunden. Und dann habe ich mir dort bei Husqvarna Viking die ganzen Modelle angeguckt und abgecheckt und da war ganz, ganz schnell klar, ich möchte die Epic 2. Ich brauche die. Das ist der Wahnsinn, was diese Maschine für Gadgets hat. Und ja, dann habe ich mir die gekauft. Ist es dann so ähnlich abgelaufen wie in dem Video von Husqvarna Viking? Ich kann mich noch daran erinnern, als die Epic 2 rausgekommen ist. Da gab es ein Vorstellungsvideo, da stand sie in so einem Raum, also es hat alles farblich gepasst. Sie hat ja diesen schönen rosa Ton. Und dann ging so die Tür auf und jeder konnte diese Epic 2 sehen und alle sind so ganz begeistert hingelaufen. War das bei dir dann auch so? Du hast die Maschine gesehen? Ah, wie ist Ich es? glaube schon irgendwie, ja. Die hat so von weitem schon mich angeglitzert und gefunkelt und hat gesagt, nimm mich. Ja, Ja. tatsächlich. Also, ja, wenn man so ein bisschen durchliest, was er halt kann, dann fängt die schon an zu strahlen, ohne dass er überhaupt an ist. Wenn Ja. man sie dann anmacht, ist es nochmal mit Musik und Licht und einfach toll. Wie war es dann, als du sie ausgepackt hast? Also kommt ja in zwei Paketen, eigentlich wie alle Näh- und Stickmaschinen Stickkombis praktisch. von Ja. Husqvarna Viking. Ja, sind immer zwei Pakete. Erzähl doch mal so, erste Tag auspacken, aufstellen. Also irgendwie war das so, dass ich, als er gekommen ist, erstmal total ehrfürchtig war, weil ich meine, da steht ein Kleinwagen. Das ist mal so die Geschichte so in zwei Paketen. Und aufgestellt, angemacht und die hat ja ein Display, das ist etwa so groß wie ein iPad. Man macht es an und man ist erstmal wahnsinnig beeindruckt von der Brillanz von dem Display und
den ganzen Informationen, die da drauf sind. Dann hat man die Möglichkeit, sich ins WLAN einzuwählen. Und ja, das war dann alles so, okay, drücke ich hier, drücke ich da, was mache ich jetzt? Und ja, es war einfach großartig. Und also es war auch so, dass die Pakete, es kam erst nur die Nähmaschine ohne Stickmodul. Und ich glaube, das kam erst 2 Tage später. Und deswegen habe ich also mit dem Nähen angefangen und habe dann erstmal geguckt, wie das funktioniert. Und 2 Tage später hatte ich dieses Ereignis dann nochmal, als ich die Stickmaschine angeschmissen habe. Diese Kombination ist ja echt gut. Ich muss sagen, bei uns passiert es tatsächlich immer wieder mal, dass zuerst das Stickmodul ankommt. Bei unseren Kunden nicht so gut. Und dann am nächsten Tag erst die Nähmaschine, warum auch immer. Also vielleicht ist es auch das, das bekommt man eher mit, weil die Kundin dann sagt so, oh Gott, es ist nur das Stickmodul da, die Maschine fehlt. Andersrum sagen die Leute wahrscheinlich so, ja, Hauptsache ich habe die Maschine, das Stickmodul kommt schon irgendwann. Ich hatte das Glück, bei mir kam immer alles gleichzeitig an. Ich weiß aber auch noch, ich habe die Epic 1 mit der Post bekommen. Ich habe die damals abgefangen, weil ich gearbeitet habe und habe quasi die Post umgelenkt in meine Arbeit. Und die Postbotin, die kam zur Tür rein, komm bitte raus und hilf mir beim Tragen, dieses Riesenteil. Und was hast du damit vor? Nee. Viele gar nicht vorstellen, auch mit der Beschriftung Husqvarna Viking. Also das fällt mir so auf, dass nicht näher Husqvarna Viking eher mit anderen Produkten verbinden. Ja. Mit der Kettensäge auf jeden Fall. Genau. Und gleich danach kommt der Rasenmäher. Oder das Motorrad. Genau, das war bei meinen Männern so, ah oh, ja, super. Ja. Du hast dann deine 2 Pakete irgendwann bekommen und hast dann losgelegt. Also die Epic 2 kann ja auch sticken. War das deine erste Stickmaschine oder hast du vorher schon gestickt? Ich habe vorher schon gestickt und zwar eine ganz lustige Geschichte. Wir waren in einem total verregneten Hollandurlaub und ich bin dort in ein Nähmaschinengeschäft rein und mit einer Stickmaschine raus, mit einem wundervollen restlichen Urlaub nach Hause. Und so hat sich meine Stickkarriere dann angebahnt. Und ich muss auch sagen, also ich liebe Sticken. Ich überall, wann immer ich kann. Also meine Stickmaschine läuft jeden Tag, weil ich das so, so gerne mache und eben auch diese Wertigkeit so toll finde. Ich bin ein richtiger Stickbegeisterter. Ach ja, ich liebe Sticken. Ja, da hast du dann bestimmt auch schon die Spezialtechniken der Epic 2 genutzt. Also ich denke da spontan an dieses Bänder-Effekt-Set. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Knüller. Das ist auch eine meiner Lieblingsfunktionen an der Epic 2. Es ist zwar ein bisschen fummelig, bis man es angebracht hat, aber der Effekt, der ist halt einfach unglaublich. Ich habe es zwischenzeitlich mit Bändern versucht und mit Wolle. Und da kann man wirklich alles Mögliche dafür verwenden. Die Stickdateien werden auch immer mehr. Es ist ja, also ich kann noch nicht digitalisieren. Ich bin da auch sehr zickig, was das Digitalisieren betrifft, weil ich sehr viel Wert auf hochwertige Stickdateien lege und mich noch nicht als so gut empfinde, dass ich es selber machen kann. Aber die Dateien für diesen Bänderset werden immer mehr. Und man kann immer mehr damit machen. Ja, also dieses Anbauteil für die Bänder, das hat mich am Anfang auch so ein bisschen schockiert. Es ist ja schon so tellergroß. Ja. Und man tut sich auch schwer, der Maschine beim Sticken zuzuschauen, finde ich. So, es knattert, es bewegt sich. Macht fürchterliche Geräusche und hat aber wirklich einen tollen Effekt am Ende. Genau. Also ich habe bei den ersten Motiven, da konnte ich gar nicht glauben, dass es funktioniert. So, ich wickel dieses Band rein und irgendwie wird es dann unten festgestickt. Es dreht sich und man möchte immer am liebsten so mit hinfassen und dem Band helfen. Das geht mir auch so. Und dann denkst du mal, oh, jetzt verschiebt sich es aber wieder. Was passiert? Aber es kommt tatsächlich echt toll raus. Ich finde eh, dass also das Stickbild von der Maschine
also sensationell ist. Und ich habe bislang noch keine wirklichen, nee, ich habe noch keine, ich bestieg wirklich alles und ich habe wunderschöne Ergebnisse immer gehabt. Und ja, da bin ich wirklich beeindruckt von dem Stickbild von der Maschine. Kommst du da dann mit den mitgelieferten Rahmen aus oder hast du schon zusätzliche? Nee, ich habe zusätzliche Rahmen. Also ich habe unter anderem auch einen Metallrahmen, weil, wie gesagt, ich bin experimentierfreudig und ich besticke alles Mögliche. Und da ist halt der Rahmen sensationell, wenn du nicht einspannen musst und mit den Magneten arbeiten kannst. Das hat schon was. Also wer und die Magnetrahmen, oder sie heißen ja eigentlich Metallrahmen bei Husqvarna, nicht kennt, die sind ein bisschen breiter, also die haben einen breiteren Rand als die normalen, aber dafür nur ein Unterteil und einzelne Magnete zum Befestigen, weil es gibt ja auch andere Magnetrahmensysteme, die haben einen durchgehenden Rahmen oder längliche Magnete und bei Husqvarna sind die rund. Das finde ich praktisch, weil nicht alles, was ich da festmachen will, eben ist oder eine Fläche hat, sondern man kann auch mal so eine Hose auf links drehen und hinten über der Tasche zum Beispiel sticken. Und da sind für mich jetzt Einzelmagnete viel einfacher zu handhaben als ein länglicher oder ein durchgehender Magnet. Ja, ich finde die auch. Also bislang komme ich damit super gut zurecht. Und ja, obwohl es ja nur auch vier Magnete sind, die haben eine dermaßen heftige Zugkraft und die halten wirklich alles Mögliche, was ich bislang probiert habe. Egal. Ich habe mir dann noch das Zusatzset geholt. Es gibt ja noch vier Magnete einzeln, damit ich einfach noch ein bisschen mehr befestigen kann. Ich habe bislang nur den 13 auf 18er Rahmen und dafür reicht es vollkommen. Also wenn ich den größeren mir noch besorgen sollte, dann werde ich wahrscheinlich auch noch Magnete. Oder halt noch Wobei, einen dann habe ich ja zweiten. zweimal Sätze. Dann habe ich ja zwei Sätze. Genau, noch einen zweiten Rahmen, dann sind es auch acht Magnete. Stimmt. Da war was. Wäre dann schon das nächste Zubehör. Ja, die Liste ist lang. Ja, da gibt es ja auch von Husqvarna eine Menge. Also was ja. Zubehör angeht, für Spezialtechniken, also wahnsinnig viel im Stickbereich und im Nähbereich. Aber bevor wir aufs Zubehör weiter eingehen, nochmal so zur Maschine an sich. Viele denken, so ein High-End-Modell, das ist einfach zu viel. Das überfordert mich. Ich sage es eigentlich eher immer umgekehrt. So eine Maschine, die nimmt dir so viel Arbeit ab, dass du selber eben nicht so viel nachdenken musst, wenn du was machen willst, weil sie denkt ja für dich mit. Wie findest du das beim Sticken oder beim Nähen? Zu viel? Zu unübersichtlich oder genau richtig für jeden? Also ich finde ja, eigentlich ist ja so eine High-End-Maschine für den Einsteiger das Perfekte. Weil dir wird erklärt, wie du den Kragen nähst. Wie du, also alles auf dem Display, es ist alles eingespeichert. Du gehst auf die, du gehst auf das Display, tippst dann an, keine Ahnung, Knopfloch und dann wird dir Schritt für Schritt erklärt, wie du deinen Fuß einsetzen musst, wie du ausmisst und wie du einfach nähst. Also es ist im Prinzip eine Nähschule mit integriert. Und ich selbst nutze das auch ganz oft, weil, ja, warum auch nicht? Ich schaue mir dann immer wieder an, was erzählen die und wie machen die es? Vielleicht machen die es auch anders, also die Menschen, die das programmiert haben, vielleicht machen die es auch anders als ich. Und vielleicht lerne ich noch was dabei. Also ich finde es super, super interessant, wenn man so viel Informationen aus der Maschine rausziehen kann. Und was ich ganz nett finde, die Maschine begrüßt mich am Morgen mit einem freundlichen Guten Morgen, Mel, beziehungsweise wenn ich sie mittags anmache, dementsprechend dann anders, und schlägt mir ein Projekt vor, was ich total cool finde, weil da habe ich jetzt schon ganz viele Sachen dadurch ausprobiert, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre. Und zuletzt zum Beispiel dieser Paillettenstich. Du hast einen wunderschönen Zierstich. Die Maschine näht den, hält dann an. Man legt eine Paillette unter und dann wird diese Paillette befestigt und der Zierstich geht weiter. Und
Ja, also so Kleinigkeiten, die einfach so aufwerten. Ich habe mir das zum Beispiel bei einem Pulli unten an den Ärmelbündchen dran gemacht oder einfach auf eine Schultüte als einen schönen Bändchen. Also ja, finde ich total cool, dass man eben diese Informationen aus der Maschine dann rausbekommt und auch Anregungen erhält. Sind ja dann auch noch ganz viele Möglichkeiten drin, wenn man mit dem WLAN verbunden ist. Bekommt man ja dann noch diese so kleine Anleitung für Projekte, wo man einfach draufklickt und dann heißt es auf einmal, okay, du brauchst den und den Stoff und das und mach, dann machst du dies und jenes. Und also wirklich für jemanden, der jetzt auch, der gerne nähen möchte, aber vielleicht noch so ein bisschen einen Anschubser braucht, finde ich das eine ganz tolle Geschichte, dass man da eben ja die Ideen schon so ein bisschen vorgegeben bekommt und damit was machen kann. Das stimmt, es ist vielleicht, wenn man sich jetzt im Netz inspirieren lässt, ja immer eine Flut an Informationen, die auf einen zukommt. Und man muss ja filtern, man muss ja irgendwie sagen, ich möchte was nähen, ich möchte was sticken, ich möchte was Kleines, Tasche, Zierstich, sonst wie. Und an der Maschine bekommt man dann quasi ja jeden Tag ein was vorgeschlagen. Und dann kann man sich ja immer sagen, so, interessiert mich heute nicht, ich möchte das nähen, was ich jetzt gerade nähen will. Oder, oh, das schaue ich mir mal an. Man kann sich's ja auch abspeichern für später. Es gibt ja auch noch die App dazu, über die man es dann wieder aufrufen kann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, also über die App kann man auch arbeiten. Ich bekomme ja auch jetzt über meiner Maschine gesagt, dass ich den Faden wechseln muss. Ja. Wenn ich beim Sticken bin und gerade mal kurz in die Küche laufe. Oh, Ja. bitte Faden wechseln. Das, also normalerweise bei mir war es so, ich habe es halt dann gehört, wenn sie aufgehört hat zu sticken. Aber da das bei mir im gesamten WLAN-Bereich geht, ist es auch so, ja, ich bin im Garten und dann bekomme ich am Handy die Nachricht, Faden gerissen oder Faden wechseln, neue Farbe oder Stickerei ist abgeschlossen. Und dann hat man so eine kleine Erinnerung, ja, da läuft ja noch eine Maschine, da wollte ich ja noch was machen. Ja, also mit dem Hören ist bei mir auch so. Ich höre auch tatsächlich, wenn irgendwie der Unterfaden leer geht oder sowas. Man hört es ja irgendwann alles nach all den Jahren. Aber ich finde es eigentlich ganz geschickt, weil ich auch wirklich, seit ich die Maschine habe, lasse ich wirklich alleine laufen. Und bei aufwendigeren Stickprojekten, wo halt mal wirklich 120, 150 Minuten gestickt wird, da gehe ich dann auch mal aus dem Raum raus. Und das traue ich der Maschine auch vollkommen zu, weil ich da keinerlei Sorge habe, dass da irgendwie was schief geht. Ja, das ist ja. Ja, das hatten wir eben auch schon so. Maschinen, die schon spüren, wenn man nur darüber nachdenkt, wegzugehen und dann schon Fadensalat produzieren. Ich vertraue ihr da. Meiner Epic 2 vertraue ich da. Kann ich total verstehen. Ich hatte die Ruby 90, das ist ja quasi das nächst kleinere Modell. Und die habe ich auch lange alleine laufen lassen, weil die ein sehr aufwendiges, einfarbiges Motiv gestickt hat. Und zwar Freestanding Lace mit Metallic Garn im Ober- und im Unterfaden. Ja, also ich dachte mir, wenn der Digitalisierer sagt, es geht, dann hat er die Datei wahrscheinlich auch so bearbeitet. Also sie war wirklich darauf ausgelegt, mit Metallic Garn gestickt zu werden. Das ist auch wichtig. Und dann dachte ich mir so, ich probiere es jetzt einfach. Und das ist so ein Mondphasenset gewesen. Das besteht aus 6 oder 7 Teilen. Und beim kleinsten habe ich wirklich noch dabei gesessen und zugeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, warum denn? Die Maschine stickt, bis der Faden alle ist. Und wenn der Faden alle ist, dann klingelt mein Handy. Dann kann ich ja gehen und austauschen. Und es war wirklich anstandslos. Das ganze Motiv durchgestickt an einem Nachmittag. Wahnsinn. Das war aber wirklich ein guter Digitalisierer am Werk. Ja. Und eine Das gute hat sich. Maschine. Ich habe schon überlegt, ob ich es nochmal sticken soll. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das meiner anderen Maschine antun will. Ja, also wenn es dann auch im Untergarn, finde ich es auch sehr heikel. Aber wenn das jemand kann und die Maschine mitmacht, super.
Genau. Sieht bestimmt auch toll aus. Ja, hängt in meinem Esszimmer. Freue mich immer, wenn ich dran vorbeilaufe. Ja, kann ich mir gut vorstellen. In Sachen Nähen, also wir hatten jetzt die Paillettenstiche. Das ist ja auch so eine Besonderheit von Husqvarna Viking. Die hat jetzt in der Art eigentlich keiner. Hast du da noch so andere Sachen ausprobiert? Spezial-Nähtechniken? Oder nimmst du sie in Sachen Nähen doch eher so für die normalen Einsatzzwecke? Ich probiere tatsächlich alles Mögliche aus. Ich habe, also gerade die Füße sind halt sehr interessant, finde ich. Der Biesenfuß, den habe ich probiert. Dann dieses Relief-Set habe ich jetzt gerade aktuell drin gehabt, weil ich das auch ganz toll fand. Einfach mal ein bisschen mit dieser freien Geschichte. Dann sind aber ja auch Stiche einprogrammiert. Das habe ich auch probiert, wie das dann wirkt bei der Nähmaschine mit den einprogrammierten Stichen. Und ja, also sehr coole Effekte, die man dadurch erzielen kann. Dann hatten wir noch die, was habe ich denn noch probiert? Ach ja, genau, die Applikationsstiche fand ich noch so cool. Und da habe ich dann zum Beispiel als Applikationsmaterial Reflektorfolie genommen. Und das hängt jetzt draußen im Wind und sieht ganz, ganz cool aus, wenn man dann abends irgendwie ein Funken Licht draufkommt. Also solche, ich probiere eigentlich alles Mögliche aus. Und ja, wie gesagt, diese Angabe morgens, ach, möchtest du nicht mal das probieren? Bringt mich dann immer wieder dazu, doch den einen oder anderen Fuß zu bestellen. Ja, das kommt dann ja auch immer noch dazu. Das Zubehör, da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Also du hast jetzt ja schon einige Zubehörteile aufgezählt, die du schon hast. Dann frage ich lieber, welches steht auf deiner Shoppingliste als nächstes? Oder noch keins, sagst du, ich warte jetzt, bis ein Projekt kommt, für das ich vielleicht irgendwas brauche. Da hast du mich jetzt voll erwischt. Ich glaube, aktuell habe ich noch genug zum Ausprobieren hier und habe gerade nichts auf der Shoppingliste. Ah, doch, vielleicht noch die Lupe. Weil Ach. so in meinem Alter geht es jetzt langsam los. Und da gibt es auch noch so ein cooles Teil, dass man einfach dran klicken kann, um dann ein bisschen bessere Sicht auf die Nähgeschichte zu bekommen. Und da bin ich noch so ein bisschen, ich glaube, das könnte noch eins der nächsten Anschaffungen sein bei mir. Ja, also ich habe für meine Nähmaschine auch schon ein Lupenset. Ich brauche selten. Aber manchmal hilft es mir halt dann, vor allem auf dunklen Stoffen oder wenn es halt wirklich ganz genau werden muss, vor allem bei Zierstichen, wo ich vielleicht viel anhalten muss, um was zu kontrollieren. Da ist die Lupe dann schon hilfreich, kann ich mir bei der Epic vorstellen, auch so wie bei den Paillettenstichen oder Applikationsstichen, wo man halt wirklich sehen muss, wo lege ich das Teil hin. Also. Ja. Ich meine, die Maschine stört es jetzt nicht, wenn die Paillette nicht exakt liegt. Dann wird sie halt einfach irgendwie angenäht. Ja, aber mich stört es tatsächlich. Das ist halt das Problem dann im Zierstich auch. Jetzt, wenn die Paillette zum Beispiel außerhalb vom Loch getroffen wird, dann gibt es halt kaum ein Zurück beim Zierstich. Dann muss man nochmal so ein ganzes Stück zurückgehen und wieder von vorne anfangen. Ja, aber es ist ja eh so, der schönste Zierstich ist der langsame. Also je langsamer man näht, desto schöner wird der Zierstich, finde Ja. ich. Und also gerade bei der Paillette ist es halt wirklich unglaublich notwendig, dass man langsam sehr, sehr, sehr exakt arbeitet. Ja. Und ich finde es aber auch nicht schlimm, das hat ja so eine meditative Geschichte einfach auch. Ich mache ja damit keine meterlangen Nähte, ja. Es geht ja dann immer mal wieder um 40, 50 Zentimeter oder sowas. Und die kann ich wirklich auch in aller Ruhe und sehr meditativ und einfach schön machen. Es geht ja auch nicht immer darum, möglichst schnell fertig zu sein. Also, das sage ich auch, auch wenn es jetzt bei dir zum Teil der Beruf ist, wie bei mir auch, es ist trotzdem noch unser Hobby. Und dann kann man sich auch einfach mal hinsetzen und nicht mit dem Ziel, das Teil muss fertig sein, damit ich es benutzen kann, sondern ich verbringe eine Stunde in meinem Nähzimmer.
Was ich in der Stunde mache und wie weit ich komme, ist vollkommen egal. Also da kann ich auch langsam nähen und kann die Zeit einfach genießen wie andere Yoga oder wandern. Ja, ich finde es auch, also gerade bei der textilen Gestaltung, weil wenn ich ein Unikat haben möchte, wenn ich exklusive Sachen haben möchte, dann brauche ich einfach Zeit. Ja, also klar mache ich also ich nehme mir schneller ein T-Shirt, als dass ich in die Stadt fahre und mir eins kaufe. Das ist einfach so. Aber wenn ich das besonders haben möchte, dann brauche ich Zeit, weil ich einfach. Ja, ich möchte eine schöne Stickerei drauf und die soll auch nicht verzogen sein. Ich möchte einen Paillettenstich drauf haben. Dauert Zeit, aber dafür habe ich danach halt ein schönes Bekleidungsstück oder eben schöne Tasche, whatever. Gestalten kann man mit der Epic 2 dann ja wirklich wahnsinnig viel. Also, ich habe vorher schon überlegt, wir wollten die Podcast-Folgen immer so zwischen 30 und 40 Minuten lang machen. Da dachte ich mir so, das reicht für eine Epic eigentlich gar nicht, um alles mal anzusprechen. Die ist so umfangreich. Ja, man sieht es auch, finde ich, daran, die Bedienungsanleitung der Epic 2 hat ja nur 200 Seiten. Also das ist für so eine Maschine extrem wenig. Und da wird halt ganz viel direkt in der Maschine erklärt, weil ich habe ja das große Display. Das heißt, wenn ich eine Frage habe an der Maschine, gut, für die einfachen Sachen nehme ich die Bedienungsanleitung wie einfädeln oder warum habe ich jetzt hier Schlaufen oder wie kann ich was einstellen. Aber für diese Feinheiten ist es halt anscheinend von Husqvarna Viking so gedacht. Ich gehe an das Display. Und lass mir da helfen. Man hat ja da den Nähberater, den Stickberater, also Fliese sind drin. Da kann man sich ja wirklich sehr lange austoben. Deswegen dachte ich mir so, brechen wir mal so an, was das Besondere ist an der Epic. Weil alles, was basic ist, kann sie eigentlich. Oder? So normales Nähen und normales Sticken. Ja, das kann sie ja. Auf War. jeden Fall. Und du bist ja sehr begeistert von der Epic. Gibt es denn irgendwie so eine Geschichte, die du schon mit ihr verbindest, die jetzt vielleicht noch nicht mal was mit einem Projekt zu tun hat, sondern so ein besonderes Erlebnis? Ja, also ich hatte dieses Jahr ein super schönes Erlebnis. Meine Freundin Kascha hat hier in der Nadelwelt einen Stand gehabt und ich habe sie mit meiner Maschine besucht und habe dort ihre Dateien und ihr Material getestet. Und es war ganz toll. Wir standen am Eingang im Prinzip von der Halle und die ganze Zeit ist es Sonnenlicht direkt auf uns irgendwie so reingefallen. Und ja, also wie vorhin schon erwähnt, meine Maschine, die hat eine Aura, die glitzert irgendwie, wenn man auf sie zuläuft. Und das war total cool, weil als sie dann in Bewegung war und die Leute vorbeigekommen sind, das war wirklich, ja, es war richtig toll und die Begeisterung auch von den Menschen, die dann gesehen haben, oh, was man damit alles machen kann und wie man so eine Maschine bedienen kann und wie einfach es eigentlich ist, im Haushaltsbereich sowas Tolles herzustellen. Also das war für mich schon ganz besonders, so stickfremden Menschen die Stickerei nahe zu bringen, weil das hat wirklich, das war für mich so schön, mit denen dann irgendwie zu fachsimpeln und denen das zu erklären und hat richtig Spaß gemacht. Und ja, und dann da halt natürlich auch, wenn du dann diese tolle Maschine noch dastehen hast, die dann wirklich so imposant und schön einfach war, richtig, richtig schön. Und ich glaube, ich habe auch ganz viele Leute damit sehr angesprochen, ja. Gut, vielleicht liegt es auch an meiner Begeisterung, die ich fürs Sticken habe. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Man merkt es dann auch, wenn jemand dasteht, der von seiner Maschine begeistert ist und der vom Sticken begeistert ist. Die Kombination, die Epic 2, also ich glaube, wir haben jetzt noch nicht genug erwähnt vom Design her, wie gut sie aussieht. Ich kann es mir vorstellen, wenn die Sonne drauf fällt. In Kombination mit Stickmotiven von Kascha, am besten noch mit Stickfolie. Selbstverständlich. Können wir ja dann ja auch noch was verlinken von der Kascha, damit man es sich ein bisschen besser vorstellen kann. Dann ist mir das eigentlich klar, dass jeder, der da vorbeiläuft, sich das näher anschauen muss.
Also sie ist einfach beeindruckend, die Maschine. Und was sie alles kann, kann man eigentlich kaum in einer Folge besprechen. Ja, ich kann auch, also ich benutze jetzt seit einem Jahr und ich bin bei weitem noch nicht angekommen. Ich muss noch so viel entdecken und ich muss noch so viel an der Maschine lernen. Und das ist so, wirklich, das ist so ein tolles Projekt für mich, dass ich immer wieder was Neues mir raussuchen kann. Und da freue ich mich auch immer wieder riesig drüber. Und ja, wenn man da bereit ist auf so ein Abenteuer und wirklich was Neues immer wieder dazulernen möchte, das ist halt einfach genial. Also ich glaube, angekommen bist du bei der Maschine schon, vom ersten Tag an. Aber durchgekommen bist du noch nicht. Ja, genau. Weil die so viel kann. Ich glaube auch, dass es Sachen gibt, die man irgendwie nie entdeckt oder benutzt, weil erstmal das Bedürfnis dazu da sein muss, danach zu suchen oder es zu benutzen. Und jeder näht und stickt ein bisschen anders und braucht vielleicht die eine oder andere Funktion nicht. Also wenn ich jetzt überlege, ich denke mir so, ich müsste mir von der Maschine jetzt nicht erklären lassen, wie man einen Blusenkragen näht oder einen Reißverschluss einnäht. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, mir hat das geholfen, ich konnte es zwar, aber es ist hilfreich, wenn unten im Display noch so diese Bilder zum Durchblättern sind, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, weil ich sonst mit der Reihenfolge durcheinander gekommen bin und dann vielleicht einen Zettel zur Hand nehmen musste oder aufstehen musste, von der Maschine weggehen, in meinen Rechner schauen. Da findet jeder für sich die optimale Lösung in der Maschine. Ja, oder auch einfach nur, dass du dann weißt, was du für eine Verstärkung nehmen musst, weil jetzt der Kragen nicht so oft genäht wird. Dass dann eben da steht, was du am besten nimmst, um es zu verstärken oder. Also selbst wenn man was kann, kann es einem helfen. Ja, oder anregen, vielleicht mal über den Tellerrand hinauszuschauen oder was anderes zu benutzen. Also es muss nicht immer der optimale Weg sein, den man da schon für sich gefunden hat, sondern man bekommt von der Maschine nochmal so eine Anregung, das würde vielleicht auch gehen, das würde vielleicht auch schön ausschauen. Genau, dass man da einfach auch mal den anderen Weg erklärt bekommt und vielleicht der auch der bessere ist als das, was man schon 20 Jahre lang macht. Wer noch Anregungen braucht oder sich Anregungen anschauen will, der schaut einfach mal in das Magazin Tuchfühlung und da findet man dann ja viele Tipps, Tricks und Projekte von der Mel, die sie mit der Epic 2 gemacht hat. Wenn jemand Fragen hat zur Epic 2 an die Mel, dann könnt ihr uns die einfach zukommen lassen. Entweder ihr kommentiert unter dem Infobeitrag oder ihr schreibt über Facebook oder Instagram an den Nähpark. Wenn ihr wollt, auch gerne per Mail an den Nähpark. Wir sammeln die Fragen. Vielleicht treffen wir uns dann nochmal mit der Mel, um die gemeinsam zu besprechen. Oder wir beantworten sie euch direkt. Da schauen wir einfach mal. Und dann möchte ich mich bei dir bedanken für das schöne Gespräch über die Epic 2. Ich freue mich auf die nächste Tuchfühlung und schaue mir die Projekte an, die da dann drin sind. Und wer sich noch anschauen möchte, was die Mail sonst so macht, ich habe ja gesagt, wir verlinken euch noch den Instagram-Account. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!